Hi, grüß euch. Hier ist Jörn von Better Call Jörn und gleich ruft mich Marco an und erzählt mir von seinem Konflikt. Hallo Marco, grüß dich. Ja, hallo. Du hast einen Konflikt. Magst du mir mal erzählen, worum es da geht? Ja, klar. Gut, wo fange ich los? An? Ja, also mein Konflikt, das ist so ein typischer, kennt man vielleicht, so ein Familienkonflikt. Also es geht hier speziell um meinen Vater. Und mit ihm ist öfter mal das Problem, dass, wenn man sich mal an einem Tisch zusammensetzt, dass häufiger mal eine Situation entsteht, bei der er gerne mal seine Meinung kundtut und diese Meinung aber auch oft einfach sehr unangebracht ist und vor allem auch manchmal etwas diskriminierend. Und die Schwierigkeit dann ist, mit ihm darüber zu reden oder ob man überhaupt mit ihm darüber reden soll, weil wenn man es tut, dann wird das oft sehr harsch dann abgeschlagen, die Meinung, die man da dazu äußert. Und es geht dann mehr so um ein fast schon überhebliches Erfahrungsschatzzeug. Also da geht es dann darum, ich bin älter und ich weiß das besser, ich habe da das mehr heißt, Erfahrung. Du fühlst dich nicht ernst genommen. Richtig, genau. Ich werde da trotz doch fortgeschritten, das ist schon gar nicht mehr ganz so jung im Alter, als werde ich da immer noch behandelt wie ein kleines Kind, das noch gerade in die eingeschult wurde, als hätte ich nicht das Recht, dann eine Meinung zu haben, egal in welchem Alter auch. Und deine Frage ist jetzt, wie kannst du es ansprechen bei deinem Vater? Oder ist es eher so der Punkt, dass du denkst, okay, wie halte ich das durch, ohne dass es weiter eskaliert? Ja, also ein wenig von beidem, wenn ich ehrlich bin. Also auf der einen Seite, manchmal geht es einfach zu weit, meiner Meinung nach. Und da wüsste ich dann schon gern, wie ich das ansprechen kann, ohne auch direkt auf so einen Konfrontationskurs zu sein, sondern einfach, um das quasi einmal kurz klarzustellen, dass ich einfach diese Thematik auch einfach nicht unterstütze und dann auch gar nicht drüber reden möchte. Und auf der anderen Seite auch, vor allem, weil es ja doch dann gerne mal zu dem Konflikt kommt, wie ich dann aber damit auch umgehen kann, ohne dass ich mich ja auch selber dann super reinsteige, weil es ist dann auch etwas, was mich dann ja auch etwas mitnimmt und das wird dann halt auch schnell dann emotional. Hast du es denn schon mal versucht, direkt mit ihm anzusprechen? Ja, also da war halt das besagte Problem dann, dass meine Meinung dann eigentlich als nicht relevant markiert wird. Also da heißt es dann schnell und gerne, ich bin doppelt so alt wie du, du bist noch grün hinter den Ohren und da kannst du mir ruhig vertrauen, ich habe die Erfahrung schon gemacht. Wie würdest du denn gerne reagieren? Wenn wir jetzt mal so eine Wunschsituation, was würdest du ihm denn gerne sagen? Ich würde ihm ehrlich gesagt einfach gerne sagen, dass manche Ansichten vielleicht auch einfach etwas überholt sind von ihm und dass man doch auch gerne mal den Input von anderen Menschen respektieren kann. Jetzt stell dir mal vor, jetzt sagt er dir ja quasi, um das in deinen Worten wiederzugeben, ey, du bist noch grün hinter den Ohren, ich bin alt und erfahren, von dir lass, und da hast du ja das Gefühl, er bremst dich aus und wertet dich ab. Wenn du ihm jetzt im Gegenzug sagst, hey, Vadern, jetzt mal sehr salopp gesagt, deine Ansichten sind von vorgestern, stell die doch mal bitte auf den Prüfstand. Wie hoch denkst du denn, ist dann seine Bereitschaft, darauf zu reagieren? Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr gering. Sehr gering, genau. Weil was ich so raushöre ist, ihr verharrt im Moment beide auf eurem Standpunkt. Du sagst, Vater, du gehörst zum alten Eisen, ich weiß, was los ist. Und er sagt übertrieben gesagt, hey, so ein Mann, werd du erstmal erwachsen und mach erstmal meine Erfahrung. Und ich glaube, was euch helfen könnte, wären ein paar Spielregeln oder Verabredungen zu treffen, wie ihr gemeinsam diskutieren könnt.
Wie klingt das für dich? Ja, das klingt eigentlich nicht schlecht. So quasi wie so Rahmenbedingungen, die man dann halt einfach grundsätzlich einhält. Genau, dass das einfach klar ist, wenn ihr über eine Sache diskutiert. Ich habe das Gefühl, so kommt es jetzt, das ist ja hier, du schilderst mir was, wir kennen uns nicht, das ist hier in 2, 3 Minuten, was wir hier bis jetzt voneinander erfahren haben. Aber was mir so durch den Kopf geht, ist, dass ihr beide von euch vom anderen nicht gehört und respektiert fühlt und ihr von einer Sachebene auf eine persönliche Ebene kommt. Ihr habt einen Konflikt oder eine Meinungsverschiedenheit zu irgendeinem Thema und irgendwie schafft ihr es, dass ihr das sehr persönlich nehmt und dann fühlst du dich als Sohn abgewertet und dein Vater sich als Vater nicht ernst genommen, aber eigentlich diskutiert ihr gerade ein völlig anderes Thema. Liege ich da falsch? Nee, das klingt eigentlich sehr plausibel, um ehrlich zu sein. Was sind das denn für Themen, über die ihr euch miteinander in die Haare kriegt? Ah, das sind tatsächlich diese ganz klassischen Stammtisch-parolartigen politischen Themen, wo dann halt gerne mal, das kennt man vielleicht auch öfter oder vielleicht kennen das auch andere, gerade so ein Generationskonflikt, würde ich jetzt nur sagen, also mit den Eltern oder Onkels oder ähnlichem, wenn es dann darum geht, bestimmte Meinungen zu Migration, zu progressiveren politischen Ideen etc. Also das sind so eigentlich diese ganz klassischen, so ich sag mal etwas konservative versus progressive Ideen in der Politik. Okay, also das sind eigentlich Sachthemen. Das hat mit euch und eurer Beziehung überhaupt nichts zu tun. Nee, eigentlich absolut gar nichts. Wenn man mal diese Themen außen vor lässt, hättet ihr genug andere Themen, über die ihr sprechen könnt? Oder kommt das automatisch immer dazu, man sitzt irgendwie gemeinsam am Küchentisch und es geht sofort los in Ermangelung anderer Themen. Nee, also eigentlich, natürlich hätten wir genug andere Dinge, ne, die man besprechen könnte. Aber ich habe immer, also das zumindest von meinem Gefühl her, dass es immer für ihn genug Anlässe gibt, das Thema aufzurollen. Obwohl ich grundsätzlich eher das Thema mit ihm meiden möchte, weil ich sowieso schon weiß, dass wir nicht auf einen Nenner kommen, was das angeht. Mein Gedankenexperiment. Du sagst gerade, das finde ich total spannend. Du sagst, dein Vater spricht die Themen immer wieder an und das heißt, für deinen Vater scheint ja ein Interesse da zu sein, mit dir darüber zu diskutieren. Gleichzeitig hast du das Gefühl, wenn du deine Meinung sagst, ist die nicht richtig. Wie wäre es denn mal mit so einem mit so einem Angebot an deinen Vater, hey, ich diskutiere total gerne mit dir über Politik, auch wenn wir da nicht auf den gemeinsamen Nenner kommen werden, würde ich dich trotzdem bitten, dass du meine Argumente ernst nimmst und nicht mit so einer Überheblichkeit vom Tisch wischst, sonst habe ich keinen Spaß mit dir zu diskutieren. Ich möchte ernst genommen werden. Das ist natürlich ein guter Punkt. Das könnte ich tatsächlich mal so ansprechen. Oder ihr macht, ich meine, es gibt ja keinen Zwang, über Politik sprechen zu müssen. Ihr könnt ja auch vereinbaren, hey, wir lassen diese Themen einfach außen vor, weil die bringen uns jedes Mal in Streit und versauen uns die Stimmung. Und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, dass dein Vater so ein bisschen Lust an der Provokation hat. Ja, also das ist auch für mich so eine Vorstellung, dass es vielleicht auch dieses leicht populistische, dass man da auch schnell von angetan ist. Und das sind ja auch dann Parolen, die man ja auch schnell mal irgendwie immer mal wieder reinbringen kann. Und das sind halt einfach
auch manchmal Situationen, in denen ich dann einfach das Gefühl habe, ist überhaupt gar nicht Thema hier. Also es ist halt auch tatsächlich so, man weiß ich nicht, man trifft sich in der Stadt, man hat sich länger nicht gesehen und dann wird über den anstrengenden Anfahrtsweg gesprochen und das ist dann direkt Anlass, dass da irgendwelche dieser Meinungen dann wieder durchsickern und das als Begründung genommen werden. Und so, wenn man schon so eine Konversation startet, dann ist es halt auch immer schon wieder ein bisschen nervig oder ärgerlich für mich, dann auch die ganze Begegnung erstmal, weil die für mich so ein bisschen dann auf so einem unangenehmen Fuß startet. Und du würdest dir eigentlich eine Leichtigkeit und eine Unbeschwertheit wünschen, wenn ihr euch seht. Komplett, komplett, Du weil das sprichst Problem ist ja an. auch, man sieht sich ja auch nicht so häufig. Ich sage immer, es ist jetzt eine Binsenweisheit, aber reden hilft. Ich kenne jetzt deinen Vater nicht. Ich erinnere mich, wie so Begegnungen mit meinem Vater abgelaufen sind, da entdecke ich manche Parallelen. Und was mir total geholfen hat, ist, dass ich meinem Vater mal sehr ehrlich gesagt habe, wie es mir geht, wenn wir uns sehen und gewisse Dinge passieren und wie ich es mir anders wünschen würde. Dann hat er zumindest eine Idee und weiß, dass es dir damit nicht gut geht. Wie er dann darauf reagiert, steht auf einem anderen Blatt. Aber er hat zumindest die Chance, was zu verändern, wenn du es ansprichst. Ja, das stimmt natürlich. Manchmal ist Das es ist, halt, ja. ja. Nee, manchmal ist es wie so ein Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht, weil man so da drin ist, dass es für mich so klar scheint, dass ich da gar keinen Bock drauf habe, so darüber zu reden. Und dann ist es aber vielleicht tatsächlich einfach mal notwendig. Ja, oder vielleicht ist es auch wirklich jetzt mal sehr wohlwollend gedacht. Ja, vielleicht weiß dein Vater gar nicht, was sonst so in deinem Leben los ist, was dich beschäftigt, was dich bewegt, was dir Freude macht, worüber du gerne sprechen wollen würdest, und geht dann so auf Allgemeinplätze, weil, wie du gerade gesagt hast, so mit ein bisschen Provokation und Stammtischparolen hat man schnell die Stimmung angefacht. Ja, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das kann natürlich echt gut sein. Kannst du dich an Situationen erinnern, wo diese ganzen politischen Diskussionen überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo du gesagt hast, hatten wir richtig gute Gespräche? Ja, tatsächlich. Da waren wir über seinen Geburtstag in der Heimat bei der Familie. Was heißt Heimat? In Kroatien haben wir dann Urlaub bei der Familie gemacht. Oma, Okay. Opa, Onkels, Tanten. Da waren wir dann im großen Rahmen. Da gab es schönes Wetter, gutes Essen und wir hatten halt so einfach Familien beisammensein. Das war echt schön. Wenn du nochmal dahin zurückgehst, du hast jetzt gerade gesagt, das war ein komplett anderer Rahmen. Ihr wart nicht in Deutschland, ihr wart in einer Ferienstimmung, ihr wart gelöst, ihr wart entspannt. Was war denn bei dir so vom Erleben im Inneren noch anders? Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, glaube ich auch, dass ich mit einer ganz anderen Einstellung an Konversationen auch rangegangen bin, wahrscheinlich. Kannst du es beschreiben, was da anders war? Ja, ich hatte nicht so ein, also es hat sich nicht so vorbelastet angefühlt, so wenn man Also jetzt es ein war Gespräch unbeschwert. startet. Genau. Und es Okay. war auch nicht mit so einer negativen Erwartungshaltung, weil meistens tatsächlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es halt, man sieht sich länger nicht, hört sich länger nicht und dann hat man ganz kurz so das allgemeine Wohl des anderen so ein bisschen erkundschaftet durch so ein leicht kurzes Gespräch und dann. Und was bräuchtest du denn, um im Alltag oder bei Begegnungen, die nicht in Kroatien stattfinden, mit diesem, ich nenne es jetzt einfach mal das Kroatien-Gefühl, an eine Begegnung mit deinem Vater ranzugehen? Ich glaube wahrscheinlich überwiegend halt eine Einstellung und vielleicht auch einfach etwas mehr Zeit. Also, dass man vielleicht sich nicht
immer nur in einem ganz kurzen Rahmen trifft, sondern vielleicht sich mal einfach mal 2, 3 Tage dann wirklich Zeit nimmt. Also mehr Quality Time, quasi zu sagen, lieber nicht so häufig und dafür dann intensiver. Genau. Okay. Und wie schaffst du das jetzt, das bei deinem Vater anzusprechen? Ich glaube, ich werde da einfach wirklich kurzen Prozess machen und dann halt, sobald so ein Thema aufkommt, quasi wie ein Disclaimer dann direkt das einmal kurz ansprechen, kurz und knapp und sagen, genau das wahrscheinlich sagen. Ich glaube, das wäre tatsächlich das Beste, dass ich mich nicht ernst genommen fühle und dass ich halt auch einfach unterschiedliche Einstellungen habe. Und wenn wir dann darüber reden wollen und wenn er es wirklich möchte, wir das unter der Bedingung machen können, dass er meine und ich dann aber auch seine Meinung vielleicht einfach ernst nehme. Und vielleicht sollte ich auch einfach fragen, warum er mir das überhaupt ständig sagen möchte. Cooler Idee. Weil der teilt dir damit ja auch was mit. Ja, Und das wäre eigentlich also, interessant. und dann, ich könnte mir auch vorstellen, das hört sich, du beschreibst so was, was ich jetzt so aus so 2, 3 Bemerkungen von dir raushöre über deinen Vater. Vielleicht meint er es auch einfach zu gut und manchmal brauchen Eltern auch wirklich Zeit, um zu realisieren, dass ihre Kinder erwachsen geworden sind. Und vielleicht will der dich mit seinem Verhalten oder mit seiner Argumentation ganz gut gemeint einfach vor Fehlern bewahren, von denen er denkt, das sind Dinge, die dir passieren könnten. Und die könntest du dir in Anführungszeichen gesagt vielleicht ersparen, wenn du Dinge anders machst. Das ist ein interessanter Punkt, weil er das tatsächlich auch anspricht, dass es halt immer darum geht, dass ich bloß nicht seine Fehler wiederholen soll. Darf ich fragen, wenn du sagst, ihr habt Familie in Kroatien, da gibt es eine Migrationsgeschichte in der Genau. Familie. Okay. Einfach so für mich zur Einordnung. Das ist ganz, das erlebe ich in Beratungen sehr, sehr häufig, dass gerade wenn so ein Migrationshintergrund mit da ist, dass da Eltern immer wollen, dass es ihren Kindern besser geht, dass sie es leichter haben als sie selbst, als sie in ein anderes Land oder in ein anderes politisches System gekommen sind. Ja, das klingt auch ganz genau nach dem, was mein Vater mir dann auch öfter sagt. Also da Ja. geht es halt wirklich immer darum, dass ich seine Fehler nicht wiederholen soll. Und gleichzeitig hast du dein Recht auf deine eigenen Fehler. Das muss dein Vater aushalten. Genau das denke ich mir nämlich auch. So, klar finde ich es schön und gut. Und wenn ich das jetzt so genau mir anschaue, finde ich das auch eigentlich sehr wohlwollend, dass man mich davor bewahren möchte, weil ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass ich auch andere Leute nicht gerne meine Fehler wiederholen lasse. Aber auf der anderen Seite, manchmal muss man aber auch irgendwie seine Fehler doch auch machen und daraus dann halt seine eigenen Konsequenzen und Erfahrungen ziehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch zu sagen, hey Papa, total lieb, dass du mir das sagen willst. Ich mach's auf mein Weg, ist ein anderer als deiner. Und wenn ich auf die Schnauze falle, dann bin ich das und damit hast du nichts zu tun. Das ist für Eltern oft ganz, ganz schwierig, ihre Kinder den eigenen Weg gehen zu lassen. Aber das ist eine Erfahrung, die müsst ihr beide machen. Und ich glaube, dass er kann total verstehen, dass dich sein Verhalten total nervt. Aber ich glaube einfach, wenn du ihm mitteilst, dass du ihn respektierst, dass es dir wichtig ist, dass er dich respektiert und dass du für dich selbst einstehen kannst und werden sich eure Begegnungen vielleicht entspannen, weil er das Gefühl hat, er muss nicht so überbeschützend über dich rüber. Und das gibt dir Freiraum.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist echt ein guter Hinweis. Weil tatsächlich gab es eine sehr ähnliche Situation, bei der das dann auch geklappt hat. Da habe ich dann auch einmal klipp und klar gesagt, dass ich, da ging es halt um meine Partnerin, weil früher, als ich natürlich jünger war, ging es dann immer darum, dass mit wechselnden Partnerinnen, wenn man noch jung ist, dass man sich da nicht irgendwie verlaufen soll und seine Ziele im Blick behalten soll. Und ab einem gewissen Punkt aber, als ich dann alt genug war und mir auch meine Verlobung und alles jetzt gemacht habe, dann habe ich dann auch gesagt, ich bin jetzt alt genug, um meine Entscheidungen hier darüber anzutreffen. Und das war dann auch nie wieder Thema. Das hat er dann akzeptiert. Also ich glaube tatsächlich. Nicht nur Kinder brauchen Grenzen, sondern auch Eltern. Ja, Super. das ist ein sehr Du guter weißt doch, Punkt. wie es geht. Ja, manchmal ist das aber einem nicht so bewusst, vor allem wenn es dann halt so sein, schon so oft und so häufig und über so Jahre halt sich dann immer so anstaut und man verliert dann so irgendwie, glaube ich. Das ist ja auch, das ist doch normal, Marco. Ihr seid Familie, ihr habt Rituale, ihr habt Abläufe, die sind so eingeschliffen. Und wenn der eine, das ist so, das musst du dir so ein bisschen vorstellen wie ein Mobile. Wenn das total ruhig hängt, passiert überhaupt nichts. Aber sobald so ein Windzug kommt und sich ein Teil bewegt, geht das ganze Mobile in Bewegung. Und so ist es bei euch. Du veränderst jetzt was und darauf reagiert dein Vater. Und es wird Rückschläge geben, es wird mal funktionieren. Das ist dann so dieses, das muss ich jetzt einüben. Ihr verändert eine eingefahrene Kommunikation und das braucht eben ein bisschen Zeit. Ja, das glaube ich, aber dann, das sollte ich auf jeden Fall dann mal auch angehen. Das fände ich auch, und da wünsche ich dir ganz viel Ausdauer und Erfolg, dass sich das für dich in Zukunft einfach verbessert und du dann wieder dieses Kroatien-Gefühl kriegst, wenn du mit deinem Vater zusammen bist. Ja, das wäre echt schön. Also, ich muss sagen, ich kann mich da jetzt auch bedanken, so für die Einsichtnahme. Manchmal denkt man da nicht so klar drüber nach, finde ich. Ich würde gar nicht sagen, dass das, du hast es vorhin so schön gesagt, ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn wir jetzt eine umgekehrte Situation hätten und ich dich angerufen hätte, wärst du auf diese Dinge sehr wahrscheinlich auch gekommen, die ich dir jetzt sage. Mein Vorteil ist gerade, dass wir uns nicht kennen, dass du hier anrufst, mir was erzählst und ich völlig unvorbelastet darauf reagiere. Und das ist manchmal der ganze Trick, dass man, und das schafft man selbst meistens nicht, so wie eine Drohne nach oben fliegt und über den ganzen Konflikt schaut und denkt, was könnte denn helfen? Ich kann meine Konflikte auch nicht gut lösen. Ich bin gut darin, die andere von anderen Leuten zu lösen. Ja, das klingt oft auch leichter, als es einfach selber Ja. getan. Ja, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, bedanke ich mich für den Anruf und wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Umsetzung. Ja, ich bedanke mich. Gerne. Mach's gut. Okay, tschüss. Tschüss.